Ich hab aus Spaß angefangen, hatte keinen Plan vom Rap-Geschäft. Wurde vor circa 2 Jahren im Netz entdeckt. War bis dato ein Gesicht, das man halt einfach aus Battles kennt. Für mich war es alles, doch nur Kleinkram im Endeffekt. Gleich starkes Einschlagen, 1 Jahr mit Label-Chef und mein Name steigt gerade. Hypes haben Trends gesetzt. Jeder zweite hat eine Menge Fans, doch es hängt scheinbar gerade das Level fest. Dabei spreng es jetzt und hebe dann hiermit einfach mal mit einem Song für alle, die sich noch beweisen wollen, die Messlatte an. Drück sie bis an das Limit, bis all die Pisser verschwinden und zeig euch damit, ihr seid alle nicht zu Recht arrogant. Ich gebe nun permanent die Richtung an und schiebe damit jede Bedeutung von euren Alben in die Leere. Denn ihr jagt einem Traum nach und euch danach nur noch einmal eine lange Nadel in die Vene für den goldenen Schuss, während ich an meiner Arbeit immer weiter feile und dann eines Tages eine goldene kriege, denn ich mache immer weiter, hole mir danach noch so dein Haus und danach deine Freundinnen, übernehme damit einfach alles im Game. Dulde keine Penner mehr an meiner Seite und geh weiter hoch. Keiner kann mir noch was anderes sagen, ich habe hiermit dann am Ende bewiesen, das kann so keiner flow. Schiebe deine Kommentare da mit deiner lockeren Bewegung meiner Hände weg und sage einfach so, dass ich keine Gründe mehr benötige, um deine Mucke zu ficken. Mein Gebiet oder meine Passion, ich lege alle meine Karten gerne offen, denn ihr könnt es alle wissen, dass ich da bin, um euch ohne Probleme aus meiner Bahn schiebe. Immer wieder kam viele, aber dennoch konnte ich immer weiter meinen Fuß in die Szene schieben. Geile Beats sind bald keine mehr zu finden, aber damit kann ich gerne wieder dienen. Alle heftigen G's kommen heute wieder runter, aber tun danach nur noch wie bei Epilepsie. Ich zerlege deine Banner genau heute damit und werde somit einfach alle meiner großer Part in diesem Rap-Game. Ohne es zu wollen, aber es muss einfach etwas mehr geben. Das ist für jeden das Ende, ich komm und hebe das Level. Ihr werdet allesamt abfeiern, wir sind da, um Regeln zu brechen. Und alle heben die Hände, für euch ist ab jetzt kein Platz mehr. Unmusikalische und leblose Raps. Das, was ihr wolltet, hat sich nicht durchgesetzt. Ich kann weiterschreiben, meine Zeit vertreiben. Ihr müsst einfach bleiben, denn es geht ums Geschäft. Rapper lächeln, wenn ein anderer die Arschkarte pickt, aber werden selbst nur gepusht, wenn die Nachfrage sitzt. Ihr könnt gerne wieder reden, doch die Tatsache ist, dass wenn ihr sowas machen wollt, mich leider nachmachen müsst. Ich hab einfach nur die Schnauze voll von allem und jedem und würdest du gern schaffen, einfach aus dem Schatten zu treten. Aber ich weigere mich ganz einfach, so eine Kacke zu reden, die mir nicht passt, damit ich damit dann die Massen bewege. Aber das geht schon so, weil ihr nur Bitches seid. Mit jedem weiteren Jahr seid ihr für neue Kings bereit. Heute Fans, morgen Hater, übermorgen wieder Fans. Irgendwer hat danach sicher wieder Klicks und Hype. Ich könnte wieder mal Verfolger von damals mobilisieren, indem ich wieder bei so billigen Battles ein bisschen rappe. Doch ich habe mittlerweile meine Richtung gefunden und komme deshalb immer wieder mit einer Scheibe um die Ecke. Überwinde meine Hürde mit der Mucke, die ich machen will, und werde damit sicher mal ein Part in diesem Rap-Game. Ihr seid blind, weil ihr nichts sehen wollt, aber ich kann hier noch mehr sehen. Das ist für jeden das Ende, ich komm und hebe das Level. Ihr werdet allesamt abzehren, wir sind da, um Regeln zu brechen. Und alle heben die Hände, für euch ist ab jetzt kein Platz mehr. Dein Frust raus. Wer von uns beiden geht wohl zuerst dabei die Luft aus?